uns im Nebensee. Wir tauchen ein in die Stille. Ja, hallöchen, liebe Freunde. Hier ist er wieder live on tape aus Zypern von der schönsten Insel der Welt. Euer Peru, ihr seht Peru Place und das ist auch gut so. Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder unterwegs heute im Bausimulator. Letztes Mal waren wir ja im Multiplayer wieder unterwegs mit meinen lieben Freunden und Kupferstechern, mit dem Pat, mit dem Punisher und dem Bilal, der Verrückte. Wenn ihr es verpasst habt, schaut es euch gerne an. Es gibt hier eine wunderbare Playlist zum Bausimulator. Zieht es euch gerne mal rein. Ne? Und wie immer gilt natürlich, wenn es euch gefällt, lasst ein Like, Follow oder Abo da, ne? Oder ein Kommentar, triggert ein bisschen den Algorithmus. Ihr wisst doch, wie das geht. Ne? Einfach machen, kostet nichts. Dankeschön. So, ja, heute werden wir ein bisschen mal alleine wieder rumwerkeln. Wir gehen in die Einzelspielerpartie zurück und dann lasst uns mal loslegen. So, ich muss mich hier mal ganz kurz hier ein bisschen sortieren. So, Mikrofon richten. Ja, wie schön, dass es Ladebildschirme gibt. So, da sind wir. Die Tageszeit gefällt mir allerdings jetzt nicht so. Das heißt, Kaffeepause. So, wir switchen mal zum nächsten Morgen. So, damit willkommen zurück beim Peru-Chaos-Bau. Und wir werden uns jetzt mal den ein oder anderen Auftrag wieder schnappen. Wir werden uns so langsam mal vorarbeiten zu den etwas aufwendigeren Aufträgen, wo wir natürlich dann nicht nur fahren, sondern auch mal ein bisschen mehr machen müssen. So, wir fangen mal an hier mit der Gartenanlage. Da hatten wir uns letztes Mal ein bisschen eingearbeitet, aber der Bilal hat ja schon fast die Hälfte gemacht. Und ich bin ein Fan vom selber lernen, deshalb werden wir uns diesen Auftrag jetzt nochmal krallen. So, wir brauchen entweder den Kleinbagger, den können wir hier nämlich auch nehmen, glaube ich, für die Aufgabe. Und wir brauchen, Moment, Pflanzgrube, das ist klar. Pflanzgutplatzierung müsste auch mit dem Baggerlader gehen. Was anderes brauchen wir hier nicht? Müssen wir nicht hier noch die Erde entsorgen und so? Kommt mich komisch vor. Aber okay, wenn Sie sagen, das ist so, dann ist es so. Dann nehmen wir den Auftrag an. Und rubbel die Kerze, geht's ab. So. Wo ist denn das gute Stück? Steht er noch irgendwo rum? Moment mal. Moment mal. Ist das Teil noch unterwegs? Lass mal kurz gucken. Ich bin jetzt gerade ein bisschen erstaunt. Ich meinte, ich hätte den ganzen Bums wieder zurückgebracht. Tatsache, die sind nicht da. Ich hatte doch den Kranwagen und den Bagger zurückgebracht. Das Geilste ist, ich sehe die jetzt hier nicht auf der Karte. Geht gut los hier. Da ist die Grünanlage. Ich sehe aber auch nirgendwo hier ein Plus, dass meine Fahrzeuge irgendwo stehen. Zum Glück beruhigende Musik im Hintergrund, sonst würde ich mich jetzt glatt aufregen. Alter, wo sind die? Moment, Moment. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Firma, Fuhrpark. Was, der wird noch repariert? Das muss warten. Das wusste ich noch nicht. Ja, scheinbar ist das so gemeint. Ihr könnt gerne mal in den Chat schreiben als Kommentar oder in die Kommentare natürlich. Ob das normal ist, dass die automatisch in die Reparatur gehen, das wäre mir jetzt nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Aber ne, ich lerne ja noch. Na, ich lerne ja noch. Ich nehme das einfach mal so als gegeben hin. So.
Jetzt haben wir da diesen Stein. Da vorne liegt er. Ich glaube, wir müssen, wenn wir die Baggerschaufel nehmen. Ja, wir müssen drehen hier. Wir müssen rückwärts ranfahren. Hilft nichts. So, Kamera, würdest du dich bitte drehen? Ja, diese Krankheit mit der Kamera, ne? Es ist schon so eine Sache. Ah, Vorsicht. Nicht zu weit. Kann ich hier irgendwie Kamera drehen? Doch, ein bisschen. Ah, nicht so weit wäre ich hier. So, das müsste reichen. Okay. So, ich glaube, wir sind in der richtigen Position, dass wir hier diesen Stein heben können. Hallo? Jetzt sag nicht, das will er jetzt nicht machen mit dem Kleinen hier. Doch. Ey, dann hätte ich ja schon so ein bisschen eskalieren müssen, ne? Das ist... Junge, Junge. Das war aber jetzt knapp, ne? Das war jetzt knapp. So, jetzt müssen wir noch Pflanzgruben ausheben. Zwei Stück. Die eine ist ja schon hier Dingens. Ne? Dingens Bummens. Da war der Stein drin, ne? Das heißt, wir fahren hier mal schnell das Ganze wieder ein. Ne, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Hallo, Kollegen, das wollte ich jetzt nicht. Ach so, ich muss die Komponenten erst zurücksetzen. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. So. Okay. Jetzt müssen wir sehen, dass wir richtig an die Löcher rankommen. Oh Gott, das klingt so verkehrt. So, da ist das erste. Na, müsste passen. Stopp! Stopp, 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 stopp. Ja, das müsste hinkommen. Müsste hinkommen, theoretisch. So, ich bin jetzt noch nicht so der große Baggerer. Habt ein bisschen Geduld mit mir. Nein, das ist er nicht. Wir müssen ein bisschen mehr... Ja. Das sieht ja schon besser aus. Ja, das geht doch mit dem Kleinen hier auch schon ganz gut, ne? Ah, das ist zu weit. Der muss ein bisschen. Wir müssen den mal ein bisschen einfalten hier. So. So. Na. Mach. Uff hier. Achso, ich muss höher. Okay. Na komm, mach voll hier. Naja, nicht ganz voll. Ah, Rinder, 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 Rinder. Okay. Ein Loch haben wir schon ausgehoben. Sehr schön. Dann setzen wir das mal zurück. Einfahren. Dann zum dritten Pflanzloch. Ich mache das hier so ein bisschen nach Augenmaß.
was hier nicht so leicht ist, dank der Kameraführung. Ihr wisst, was ich meine. Ist natürlich anders, als wenn man jetzt einen regulären, normalen Bagger ranfährt. Aber das müsste so passen. Ja, ein bisschen höher. So, warte mal. Ja, das war jetzt nicht der Meisterhub hier. Ich habe schon die Schaufelkapazität ein bisschen aufgelevelt. Jetzt brauche ich nur noch richtig schaufeln. Das ist das einzige Problem. Ja, das ist eine gute Kelle voll. So wollen wir das sehen. So wollen wir das eigentlich sehen. Wenn es nur immer so hinhauen würde, ne? So. Okay, das Ding habe ich auch erst relativ spät entdeckt hier mit der Anzeige, welche Bereiche noch nachgearbeitet werden müssen und so. Das hat ein bisschen gedauert. Naja, ich bin ein älterer Herr, ne? Das dauert immer ein bisschen, bis der alte Mann so etwas kapiert, ne? Nee, Scherz beiseite, aber im Nachhinein, das ist wieder einer dieser Momente, wo man sich im Nachhinein richtig doof vorkommt, ne? Ja, da sind wir eigentlich schon richtig drüber hier. Warte mal. Ja, ich glaube, das ist die richtige Ecke hier. Ja, das war genau richtig. Das war genau richtig. Jetzt brauchen wir nur noch, habe ich gerade nur noch gesagt, die Bäume richtig platzieren. Und dann ist alles gut. Jetzt habe ich nur ein Problem, fällt mir gerade auf. Ich hoffe, das geht trotzdem mit dem Baggerlader. Ich kann ja nicht wirklich fahren dann, ne? Oder? Weil so weit reiche ich dann wahrscheinlich nicht. Also mit dem ersten hier wird es definitiv klappen. Weil der ist gleich hier nebendran. Mit dem zweiten habe ich aber schon so meine Probleme hier. So, was ist hier los? Nimm auf. Hallo? Irgendjemand? Mir ist egal, wer von euch hier. Aber einer muss mir jetzt hier auf die Gabel springen. Hallo? Jetzt wird es ja richtig lustig hier. Jetzt sagt nicht, ich muss tatsächlich noch einen Bagger mieten, damit ich diese Aufgabe abschließen kann. Er nimmt den nicht auf. Was wahrscheinlich daran liegt, dass... Moment. Ich habe die dumpfe Vermutung, da ich nicht mit dem Bagger fahren kann, kann ich es auch nicht aufnehmen. Das ärgert mich jetzt richtig. Das ärgert mich jetzt richtig. So, jetzt warte mal. Ja, dann hilft es nichts. Dann hilft es nichts. Dann muss das Ding ran. Wir nehmen hier diesen kompakten. Ich hoffe, der ist nicht ganz so. Mobilbagger haben wir hier. Wo ist denn hier der, den ich letztes Mal hatte? Der gefiel mir eigentlich ganz gut. Warte mal. Der Kompaktbagger. Da ist er doch. Der Kompaktbagger. Einmal mieten, bitte. So. Dafür habe ich jetzt auch keinen Transporter. Das heißt, ich muss jetzt doppelt Geld ausgeben.
Ja, hätte ich gleich mal mit dem richtigen Bagger angefangen, ne? Aber ich wollte es ja besser wissen hier wieder, ne? So ist das. Ja, die Baggersteuerung muss ich mich ebenfalls noch gewöhnen. Das ist, Junge, sehr gewöhnungsbedürftig. So. Geht das jetzt schon so? Warte mal. Wieso nimmt er den Bums nicht an? Also die Bäume sind markiert, alles ist bereit. Hallo? Ich wäre soweit, Herr Doktor. Hä? Jetzt! Leute! Was für eine schwere Geburt. Also heute fluppt's ja nicht so wirklich, ne? Ah, ich glaube, ich muss ein bisschen zurück. Läuft nix. Okay. Bam! So. Erst mal drin. Kann ich jetzt hier irgendwie ran, ohne dass ich was kaputt mache? Warte mal. So, schauen wir mal, ob das geht. Wieso liegen die eigentlich so tief? Haben die die eingebuddelt? Was haben die mit den Bäumen gemacht? Okay. Na, ihr merkt schon, ne? Ich bin heute noch nicht so fresh hier. Aber läuft. So, der letzte Kandidat hier. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen fahren. Ja, hilft nichts. Stopp. Fast schon perfekt in der Position. Bam! Baustelle räumen. Nichts lieber als das. Sehr schön. Da haben wir schon mal den Kollegen hier. Und dann brauchen wir nur noch den Bagger entfernen. Das wurmt mich jetzt, dass ich den extra mieten musste. Glaubt ihr das? Junge, 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 Junge. Hier machst du was mit. Beiden müssen ja jetzt dann auch wieder erstmal zurück auf den Hof. So, reiben wir uns schon mal ein zur Kolonne hier. Jawohl, ja. Immerhin abgeschlossen. Mit Würgen, mit Biegen und Brechen, aber wir haben es geschafft. Glückwünsche an mich selbst. So, Spaß beiseite. Wir werden jetzt erstmal schnell die Fahrzeuge hier entsorgen. Erstmal den Bagger zurückgeben, kostet alles Geld. Einlagern bitte. So, dann kann der Kollege hier auch weiterfahren und alles ist gut. So, ja, immerhin. Etwas über 8000 sind scheinbar noch übrig und hängen geblieben. Das war jetzt nicht der optimale Verlauf, würde ich jetzt mal sagen. Junge, Junge. So, schauen wir mal, was wir noch haben. Mich würde ja auch mal dieser Transport hier mit dem Container reizen.
Müssten wir aber auch wieder mieten, weil wir brauchen dann einen Sattelschlepper und natürlich den Anhänger. Lass mal gucken. Und sogar hier noch den Mobilkran für die Verladung. Lass mal gucken, wenn wir das ein bisschen niedriger schrauben hier. Ja, wie bei dem anderen Fahrtauftrag auch, ne? Egal wie hoch der Auftrag ist, es wird nicht mehr Kohle. Und ich glaube, das ändert auch nicht viel hier, weil ich glaube, da gibt es nur eine Stufe. Ich bin jetzt gerade ein bisschen hin und her gerissen. Lass uns mal weiter gucken. Ah, das sind alles noch so Sachen. Was ist denn das hier mit dem Spielplatz? Ja, hier müssen wir auch den Mobilkran. Hier brauchen wir einen Bagger. Erdlieferung. Da haben wir schon relativ viele Arbeitsschritte, ne? Ach komm, lass uns die Container mal machen. Scheiß drauf. Dann leihen wir uns das und wird nicht viel Kohle geben, aber ich will das gerne mal probieren. So, bäm, aus. Wieso kann ich den jetzt nicht auswählen? So. Also, wir brauchen den Mobilkran. Und ja. Wieso unterschlägt er uns hier den Sattelschlepper? Den brauchen wir ja definitiv, ne? Ja, es wird gleich drei Fahrzeuge mieten. Naja, okay. Na gut. So, dann lass uns mal schauen. Dann lass uns mal die Fahrzeuge beschaffen. So, also. Wo ist der Kollege? Fangen wir doch gleich mal mit dem Kran hier an. Jetzt habe ich nicht geguckt, welchen wir brauchen. Wir haben hier den 1300 und den 600er. Ich denke mal, der Unterschied ist in der Last, die er tragen kann. Denke ich mal. Heben, gießen. Und er hier kann was? Auf jeden Fall brauchen wir. So, den mieten wir. Dann brauchen wir den Multi-Aufleger. Jawohl. Und last but not least, natürlich. Stopp. Wieso hat er mir den wieder dicht gemacht? Muss nochmal rein. Und wir brauchen natürlich hier jetzt nochmal einen Sattelschlepper. Dann nehmen wir doch mal den guten Scania hier. Okay. Dann fangen wir mal an. Ich würde sagen, wir bringen erstmal den Mobilkran als Schnellreise hin. Und dann nehmen wir uns den Truck und den Anhänger und fahren hin. Das wäre jetzt mein Plan. Nicht, dass wir die Strecke doppelt dreifach fahren. So, wo ist jetzt unser Auftrag? Wo ist der Auftrag? Habe ich jetzt was auf dem Auge? Wo ist unser Auftrag? Ich sehe nur Fragezeichen. Elemente verladen. Ja, es macht mich jetzt gerade neugierig. Ich weiß jetzt nicht, warum wir nicht Schnellreise machen können. Anyway, dann werden wir halt hinfahren. Ganz normal. Nur ganz normalo hier. Mal schnell die Kamera umstellen. So, ab geht's. Wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig.
Weil dann machen wir es andersrum, wenn wir dann da sind und den Punkt entdeckt haben, dann werden wir nur den Sattelschlepper ankoppeln und dann mit dem die Schnellreise machen, bevor wir jetzt hier alles doppelt und dreifach fahren. Ist ja auch Blödsinn, ne? So, was ist nu hier? Wieder so eine Ewigkeitsampel. Oh Gott, ich krieg schon wieder Krise hier. So, ich habe den Plan, wenn ich hier so ein bisschen mehr drin bin, gerne, wenn ihr wollt, mit euch natürlich auch online zu spielen, im Multiplayer. Wenn ihr darauf Lust habt, schreibt mir einfach mal hier in die Kommentare oder in den Chat von der Premiere natürlich, geht auch. Ob ihr darauf Lust habt, ob ihr dabei wärt, ne, dann können wir das gerne mal machen. Ihr seht schon, dass es eine Vorfahrtsstraße ist, Freunde, hier, ne? Junge, Junge, Junge. Ich habe das Gefühl, so hundertprozentig das Gefühl, dass noch irgend so Drömmel uns hier noch reinschustern wird. Entweder hier in den Kran oder später in den Sattelschlepper. Ja, jetzt fahr schon. Wenn du sie überholen willst, weißt du, dann geben sie Gas. Das sind mir Heinis so. Es entwickelt sich hier so ein bisschen zur Ewigkeitsfahrt, ne, wenn die so weitermachen. Junge, Junge. Ist aber ganz schön am Rütteln da oben, der Kran, ne? Sehr dynamisch für Stahl. Wenn man bedenkt, wie schwer der Aufleger eigentlich sein müsste. Kann man schon sagen, Respekt. Och, jetzt fahr doch mal zu, Jung. Wir haben doch alle hier noch geschäftlich zu tun und so. Ich muss, Alter, ich muss das Ganze noch verladen und transportieren. Komm mal in die Hecke hier. Junge, 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 Junge. Ich sehe das schon. Wenn das so lahmarschig weitergeht, werde ich vielleicht ein bisschen kürzen oder wieder mal im Zeitraffer machen müssen. Alter, wir haben nur eine Stunde Aufzeichnungszeit hier auf der Plesi. Komm aus dem Arsch. Gibt's ja wohl nicht, oder? Ja, wenigstens einer mal, der die Vorfahrtsstraße hier beachtet. Dankeschön dafür. Es müsste ja irgendwie im Hafen oder irgend sowas sein. 1000 Meter noch, okay. Bin mal gespannt. Also da müssten wir es spätestens auf der Karte sehen, wenn wir da erstmal angekommen sind. Ich fahre schon vorsichtshalber immer an den Einfahrtsstraßen so einen kleinen Bogen, weil man nie weiß, wie die KI da rausschießt, ob die jetzt tatsächlich warten oder nicht. Weil, wie man gesehen hat, so auch bei Vorfahrtsstraßen, das akzeptieren die nicht immer, ne? Da wird einfach mal losgefahren.
So, jetzt müssten wir aber auch gleich da sein. So, da links ist es. Wo ist die Einfahrt? Hä? Wieso führt er mich da jetzt? Warte mal, schnell in die Außenansicht. Hallo? Irgendwas stimmt hier nicht. Warte mal. Vorsicht, junge Dame. Ist eine Dame? Ja. Okay. Da ist der Container, um den es geht. Jetzt müssen wir mal sehen, wie wir das einigermaßen hier logistisch zusammenbacken hier. Okay. Jetzt müssen wir erstmal unseren Truck koppeln mit dem Anhänger. So, da sind wir. So, wenn ich jetzt nur meinen Anhänger sehen würde, wäre der sehr nett. Hallo, einmal zurück bitte. Da ist er, okay. Ja, die liebe Kamera. So, das müsste einigermaßen passen. Oder? Na, komm. So, wow, mein Gott, was für eine Aktion. So, da ist jetzt. Da ist unser Teil. Wir können nicht schnell reisen dahin. Phänomenal. Also selbe Tortur, welch Wortspiel, nochmal. Diesmal mit dem Truck und dem XXL-Anhänger. Na, das wird witzig. So, ich hoffe, wir kriegen das einigermaßen unfallfrei hin. Das wäre natürlich jetzt ein Teil des Spieles, wo ich sehr geschätzt hätte, wenn wir einen Rückspiegel hätten. So fahre ich jetzt mehr oder weniger ein bisschen blind. Gerade um überlegen, ob wir auf die Außenkamera gehen. Fährt sich dann aber eben halt nicht mehr ganz so schön. Ja, auch nur ein Teil vom Anhänger. Da ist er. Ja, ist schon ein Ding, ne? Das ist, ne, ich gehe wieder hin rein. Das macht den Kohl dann auch nicht fett. Aber warum zur Hölle ist das nicht markiert? Beziehungsweise warum kann ich nicht da hinreisen? Das ist sehr merkwürdig. Es ist natürlich die Frage, soll ich jetzt hier gleich mit dem Kran nur aufladen und dann transportieren und dann stelle ich das ab? Oder muss ich den Mobilkran dann selber auch nochmal bewegen? Fragen über Fragen hier. Weil dann muss ich den auch nochmal per Schnellreise hinterherziehen. Von da aus müsste es dann ja klappen, hoffe ich, zum Zielort. So, wir geben mal ein bisschen Gas hier, dass wir mal aus dem Knick kommen hier.
Mann, oh Mann, bei dem ganzen Gefahr hoffe ich, dass es mit der Zeit hier heute hinhaut. Übrigens, kleiner Tipp noch, an Halloween gibt es ein, ja, kleines Halloween-Special hier auf dem Kanal. Es wird ein paar Games geben, die alle sich um Horror, Halloween etc. drehen oder ein Halloween-Add-on haben. Das werden wir dann natürlich ein bisschen abfeiern. Wenn ihr darauf Lust habt, schaut an Halloween gerne mal vorbei auf diesem Kanal, würde mich freuen. Ich freue mich ja immer, wenn ihr vorbeischaut, aber dann ganz besonders. Junge, Junge, es wird schon gleich wieder dunkel hier, ne? Ich kann schon wieder Licht anmachen. Wir sind morgens angefangen, ne? Ihr erinnert euch. Morgens um 6, 6:30. So, Klopfer auf Holz. Bis jetzt sind wir ohne irgendwelche Zwischenfälle hier durchgekommen. Ich hoffe, das bleibt so. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass mein Licht an ist. Müssen wir gleich mal schauen. Jetzt habe ich wirklich nur ganz zart auf die Bremse. Da quietschen hier schon die Reifen. Respekt. Wieso wartest du? Wir haben Vorfahrt, du Vogel. Man kann Höflichkeit auch übertreiben. Junge, Junge, kannst du dir nicht ausdenken. So, aber wir sind gleich wieder da und dann könnten wir endlich mit Verladen anfangen. Ja, das sind so auch die Sachen, die bei mir als nächstes mit auf dem Plan stehen. Der Sattelschlepper, Anhänger. Wäre schon schön zu haben. So, dann sehen wir mal zu, dass wir hier einigermaßen elegant reinkommen. Mit dem Anhänger ist es natürlich so eine Sache. Von wegen Eleganz. Ey, ich bräuchte so sehr einen Rückspiegel hier, ne? Junge. So, wir gehen mal schnell hier in die Außenansicht. Ich hoffe mal, das passt einigermaßen. Schauen wir mal. Das sieht gar nicht mal so gut aus. Ja, könnt ihr hinhauen. Dann schmeißen wir uns mal schnell hier rein. So, ich glaube aber, ich muss mich trotzdem noch so ein bisschen umpositionieren. Könnte man auch so langsam mal das Licht anmachen, glaube ich. Wird langsam dunkel hier im Städtchen. Ah, dürfte hinhauen. Ich hoffe es. So, Stützen ausgefahren. Los geht's.
Okay, das hat doch schon schöne Momente. Ich glaube, ich fahre den noch vorsichtig mal ein bisschen aus, dass er nicht gleich hier so steil geht. Okay. Es hat doch schon ein paar schöne Momente hier. Ah! Nice! Sitzt, wackelt, hat Luft. So, dann setzen wir den Kollegen mal zurück. Ah, Strom sparen hier, Licht aus. Okay. Jetzt müssen wir noch sehen, dass wir hier unfallfrei rauskommen aus der Nummer hier. Weil hier jetzt die Kurve, ich glaube da... müssen wir mal gucken, ob das hinhaut. Immer an der Wand lang. Ja, könnt ihr mal die Rohre da wegnehmen, Kruzinesen. Versuche hier zu fahren. So, ich glaube, wir sind einigermaßen um die Kurve gekommen. Das heißt, wir gehen mal in die Innenansicht. Schauen wir mal, wo der Bums hingeht hier. Und ob wir tatsächlich auch nochmal abladen müssen. Ich bin gespannt. 1,5 Kilometer knapp. Diesmal nicht ganz so lang die Strecke, das ist sehr angenehm. Finde ich gut. Ah, da rockelt es ein bisschen, aber scheint alles noch drauf zu sein. Hoffe ich. Das wäre jetzt natürlich Desaster, ne? Du steigst aus, dein Ding ist leer, weil du zu spröde gefahren bist. Mal eben der Container so von der Ladefläche gekippt, das wäre es ja, ne? Ja, ein langer Tag heute wieder für Großbaumeister Peru. Oh Mann. Ah, jetzt hier die Brücke. Da werden wir mal weit ausholen. Ich hoffe, niemand kommt mir jetzt in den Weg hier. Ja, habe ich mir fast gedacht. Es war wieder die 200stel Sekunde zu spät. Ich war schon auf der Kreuzung, er schaltet auf Rot. Egal jetzt. So, weiter geht's. Schön weit ausholen. Scheint geklappt zu haben. Keine Unfallanzeige, kein Crashgeräusch. Sehr schön, danke dafür. Sag mal, gibt es tatsächlich keine Blinker in dem Spiel? Wenn ja, sag mir mal Bescheid, wo. Ich habe die nicht gefunden.
Aber die scheinen hier tatsächlich echte lizenzfreie Musik zu verwenden. Bis jetzt habe ich da, Gott sei es getrommelt, noch keinen Strike drauf bekommen, weil ich habe da vergessen, letztes Mal Audio auszuschalten bei den letzten Malen. Aber scheinbar sind die tatsächlich frei nutzbar, die Musiktitel hier. Finde ich sehr löblich. Ja, ist ja auch schöner, als wenn das so trocken nur der Motorengeräusch im Hintergrund zu hören ist. Großer Bogen hier wieder. So, ich bin mal gespannt, wohin wir das Ganze jetzt liefern. Ob wir da schon mal waren. So, das wird jetzt eine ziemlich enge Kurve. Ich hoffe, die lassen mich hier schön weit ausholen, ohne Gegenverkehr. Weil sonst wird die Kiste hier verdammt eng. Okay. Oh, der Zoll. Ja, wir müssen das Ganze beim Zoll abliefern. Okay, okay, okay. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Fast geschafft hier. Juhu! Moment, muss ich hier mit keinem Vorarbeiter, mit niemandem reden? Bin ich einfach so jetzt hier befreit? Keine Szene, kein gar nichts? Warte mal. Tatsächlich. Ist erledigt. Okay. Ja, ne, dann würde ich doch mal sagen, geben wir ruckzuck schnell die Fahrzeuge wieder ab, bevor die uns in Rechnung gestellt werden für einen weiteren Tag. Aber die hier, ja, die werde ich mir mal so auf den Wunschzettel schreiben, die Dinger hier. Insbesondere hier Zugmaschine und der Multiaufleger, den kann man ja immer wieder mal gebrauchen. Ne, also auch für schwerere Fahrzeuge, die man nicht auf der Straße fahren kann, ne, ist klar. So, sonst ist alles meins. Das finde ich wunderbar. Ups. Und hier stehe ich. Allein im Dunkeln. Nee, das kann nicht sein. Wir reisen erstmal nach Hause. Da gibt es wenigstens Strom und Licht. Jedenfalls ein bisschen. So. Ja, sehr viel ist nicht übrig geblieben, ne? 128.000... 213. Ne, jetzt kommt erst die Kohle und die Abzüge für die Leihmaschinen. Das heißt, ja, ich habe mich gewundert, 128.000 waren es, bevor wir losgefahren sind. Es bleiben übrig 140.000, insgesamt 723. Und ich finde, das ist ganz okay. Freunde, ein weiterer, würde ich doch sagen, erfolgreicher Tag nähert sich hier dem Ende. Ein schöner Arbeitstag. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Wenn ja, lasst ein bisschen Liebe da. Ne? Ein Like, Follow, Glocke läuten. Ne? Und was ihr sonst noch so machen könnt, findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich erstmal wie immer fürs Zuschauen. Wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Metal Leute, abonniert alle Peru Plays von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 180. Tschüss.